Seit fast 50 Jahren herrscht auf Österreichs Autobahnen eine Maximalgeschwindigkeit von 130 km/h. Jetzt fordern Verkehrsexperten, diese Geschwindigkeit auf 100 km/h zu reduzieren. Auf Freilandstraßen soll man noch 80 fahren dürfen und im Ortsgebiet überhaupt nur noch 30. Dadurch sollen rund 10% CO2 eingespart werden und es soll auch deutlich weniger Verkehrstote geben. Allerdings könnte man auch argumentieren, die Autos sind ohnehin sehr viel sicherer geworden in den letzten Jahren. Und wie das die Bevölkerung sieht, das hören wir uns jetzt an. Mein Sohn studiert auf der TU, da ist sowieso alles super. Ja, also ich bin dafür. Ich habe selber kein Auto und ich bin aus Linz und bin mit dem Zug gefahren. Also ich bin auf jeden Fall dafür. Nicht ganz meine Meinung, teile ich nicht. Also Sie würden es begrüßen, wenn das Tempolimit beibehalten wird? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch vernünftig. Glauben Sie, dass mehr Leute auf die Öffis umsteigen würden, wenn in Wien zum Beispiel Tempo 30 wäre? Das auf jeden Fall, sicher. Wenn man sieht jetzt auch, die meisten Leute lassen ihr Auto irgendwo stehen und fahren oder gehen zu Fuß sogar noch dazu. Oder nehmen die U-Bahn für 13 Stationen. Also das auf jeden Fall, ja. Ich finde das immer besser, wenn mehr Leute die Öffis benutzen, als ein Auto fahren. Aber ja, ich weiß nicht ganz ehrlich, weil die Leute, die das Auto fahren, ich glaube, die mögen das und die wollen das machen und ja. Ja, momentan sind wir bei 130. Sicher, der ein oder andere fährt gerne mal schneller. Ich finde, wenn es dazu beiträgt, um CO2 einzusparen, können wir es schon machen, oder? Nein, da bin ich nicht so ganz dafür. Und zwar hat dann die Autobahn für mich keinen Sinn mehr. Dann könnte man einfach nur auf die Landstraßen fahren. Schön wäre es. Auf der Landstraße darf man dann nur noch 80 fahren. Okay, ja, nein, ich bin nicht dafür.